Aktuell arbeiten wir von 0 bis 24 Uhr durch und Montag bis Sonntag ohne Pause läuft es also im sogenannten Vierschichtsystem durch. Also bei Corona-Verstorbenen haben wir natürlich Gesetze, die sich von Tropenkrankheiten ableiten. Das haben wir erfahren, das kennen wir schon aus den letzten Jahren. Und da haben wir natürlich besondere Vorsichtsmaßnahmen, was auch die Desinfektion anbetrifft und auch die bestimmten Einäscherungsrituale, die wir da vollziehen. Die Särge sind eingepackt, die Verstorbenen selber sind in Unfallhüllen, also kann auch dort kaum ein Viruskontakt stattfinden. Und auf die Art und Weise kriegen wir die dann natürlich auch in die Höfe rein. Erstmal noch Platz in unserem Krematorium, dass wir die Verstorbenen einlagern können. Wir werden natürlich auch ständig einäschern. Jetzt kommen die Feiertage, da ist wenig Zufuhr, aber die Verstorbenen werden ja trotzdem weggeäschert und damit sinkt natürlich erstmal die Zahl, die wir im Krematorium haben. Und für Notfall haben wir natürlich auch ein Gebäude uns in Meißen organisiert, wo wir bis zu 2000 Verstorbene einlagern können. Aber ich denke mal, das Szenario wird nicht eintreten. Das ist ja das Los der Bestatter, die haben es sowieso 365 Tage von 0 bis 24 Uhr. Also das sind wir gewöhnt. Es gibt immer eine Bereitschaft, die auch zum Heiligen Abend Verstorbene holen müssen. Die Kollegen arbeiten natürlich alle mit und es ist eine gute Stimmung in der Truppe. Und damit stimmen auch die ganzen anderen Dinge und da kommt jeder freiwillig auch gerne zur Arbeit.